In diesem Video spreche ich über die Änderungen am Blueprint-System in Update 8. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory vor Update 8. Und es ist Weihnachten, meine lieben Freunde. Naja, nee, es war ja gerade erst Ostern, so schnell geht das nicht mit Weihnachten, aber wir werden ein bisschen beschenkt. Es wird einige Änderungen am Blueprint-System geben, auch einige Dinge, die sich nicht verändern. Ich versuche mal auf alles einzugehen, was sich ändern wird am Blueprint-System, denn da gab es ja doch von Anfang an viel, sagen wir mal, Feedback. Also ich fand es ja auch immer am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wie die Blueprints so funktioniert haben und was da alles so mit einherging. Aber jetzt wurde von Coffee Stain für Update 8 auf ein bisschen was von der Kritik zum Blueprint-System eingegangen und auch entsprechend Änderungen vorgenommen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Suchtis Factory reinziehen vor Update 8 und uns die Änderungen anschauen, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir das uns alles reinziehen. Genau. Falls ihr euch übrigens wundert, die Fabrik da drüben sieht anders aus. Ich werde heute und auch morgen natürlich heute nochmal ein weiteres Satisfactory-Video bringen. Morgen auch, am morgigen Sonntag, weil jetzt doch einiges in meinem Spielstand noch passiert. Ich habe einiges gemacht. Und auch, ja, ein bisschen vorgebastelt schon. Ich bin sehr aktiv momentan. Und deswegen, nur so als Hinweis, da wird es heute noch ein weiteres Satis-Video geben. Das hier wird auch ein bisschen kürzer, weil wir jetzt ja nicht zu viel dazu erzählen müssen. So, ich bin jetzt mal hier an der Stelle, wo ich ja immer schon vorher meine Blueprints entsprechend getestet habe, aufgebaut habe. Ne? Das war das Video hier, wo ich euch das erste Mal die Blueprints gezeigt habe. Und was ist jetzt neu? Was ändert sich? Also erstmal, was sich nicht ändern wird, ist die Grundfläche des Blueprint-Makers. Der wird zumindest jetzt aktuell noch diese Größe, dieses Volumen, die er jetzt aktuell hat, behalten. Auch wenn sich viele gewünscht haben, dass da das Volumen größer gemacht wird. Allerdings geht es wohl jetzt aktuell darum, wenn ich Jace im Video richtig verstanden habe. Ihr könnt euch übrigens auch immer das Originalvideo auf Coffee Stains YouTube-Kanal nochmal anschauen. Das ist auch auf jeden Fall nicht verkehrt. Falls ich irgendetwas falsch übersetzt haben könnte. Englisch ist natürlich nicht meine erste Sprache, nicht wahr? Ganz wichtiger Hinweis. Und alles, was ich jetzt sage, kann sich natürlich auch noch ändern. Natürlich. Wir sind in einer Update-Situation. Das heißt, wir sind in einer sich dynamisch verändernden Situation. Genau. Also, die Größe wird sich nicht ändern. Ist ein bisschen schade, weil mir persönlich war es immer zu klein. Aber das hat den Grund, dass man sich jetzt erstmal die kleineren Sachen verändern möchte und da erstmal ein gesamtes Feedback dafür haben möchte. Schaut, wie jetzt die Änderungen, die jetzt schon reingepatcht werden zu Update 8, sich auswirken auf das Feedback sozusagen. Weil vielleicht kann es schon sein, dass manche von den Dingen, die dazu geführt haben, dass Leute lieber eine größere Grundfläche haben wollten, dass die durch die neuen Features, die reinkommen, gar nicht mehr nötig sind vielleicht. Das kann ja auch sein. Ein neues Feature, das reinkommt, ist... Und ich nehme jetzt hier mal einen Blueprint von meinem Fabrik-Layout. Das ist das erste und eigentlich auch der letzte Fabrik-Layouts-Blueprint, den ich hier gemacht habe. Einfach, weil ich bisher auch bei den Blueprints immer so ein bisschen mich schwer getan habe an einigen Stellen und auch mit der Größe mich schwer getan habe. Wir haben ja bei Blueprints das Problem. Erstmal, dass wir ja, gut, in dem Fall hier ist es jetzt eindeutig, aber erstmal, man weiß ja nicht immer so richtig, in welche Richtung ist jetzt eigentlich ein Blueprint ausgerichtet. Wo ist eigentlich vorne, wo ist eigentlich hinten? Das ist eine Sache, die verändert werden wird. Es wird Richtungspfeile an den Blueprints geben, sodass ich zum Beispiel jetzt genau sagen kann, okay, vorne ist in der Richtung, wo der Pfeil ist und da muss ich meinen Blueprint natürlich auch entsprechend, wenn ich will, dass an einer bestimmten Stelle vorne sein soll, dann muss ich ihn entsprechend auf dem Blueprint-Maker bauen und das passiert folgendermaßen, das passiert, indem man sein vorne bei seinem Blueprint, was man baut auf dem Maker, in Richtung der Konsole ausrichtet. Die Konsole ist quasi die Richtung vorne. Ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr neue Blueprints erstellt, schaut, dass wenn ihr eine bestimmte Ausrichtung braucht, eine bestimmte Richtung, dass ihr idealerweise in Richtung der Konsole baut. Ja, da ist vorne quasi. Da ist der Pfeil, der zeigt, dass an dem Blueprint vorne ist.
Es wird so sein, dass die Blueprints, wenn man einmal einen gesetzt hat, ist es ja momentan so, dass man jedes Objekt, wenn man es nochmal löschen will, weil man es falsch platziert hat, einzeln löschen muss. Selbst jedes kleine Fitzelförderband hier, wenn ich den Blueprint gesetzt habe, muss ich das alles nochmal löschen per Hand. Also jedes kleine Objekt. Mass Delete ist natürlich eine schöne Sache, aber man muss ja erstmal alles auch markieren mit Mass Delete. Und ja, da ist ja auch wieder das Problem, was ist, wenn ich aus Versehen wieder was markiert habe, was ich gar nicht löschen wollte, weil der Blueprint vielleicht in einer sehr engen Fabrik steht oder so. Und dann habe ich aus Versehen was gelöscht, was ich nicht löschen wollte. Ist alles ätzend. Die Lösung ist, dass es jetzt einen zweiten Löschmodus geben wird in Update 8, und zwar einen Blueprint-Löschmodus. Das heißt, man kann einen Blueprint als Ganzes entfernen. Man kann aber nach wie vor immer noch aus einem Blueprint einzelne Objekte löschen. Also das heißt, wenn ich hier nur diesen Fabricator aus dem Blueprint rauslöschen möchte, kann ich das trotzdem noch tun. Wenn ich aber alles löschen möchte, weil ich den Blueprint vielleicht einen Meter zu weit nach links versetzt habe und nicht richtig ausgerichtet habe, kann ich auch den gesamten Blueprint löschen, indem ich einfach R drücke, wie beim Bauen, und dann habe ich einen anderen Modus. Und dann kann ich entsprechend das Ganze insgesamt löschen. Das ist, finde ich, eigentlich... Das ist so, deswegen sage ich das jetzt auch schon, das ist so für mich die wichtigste Änderung, dass ich Blueprints als Ganzes löschen kann. Weil es gibt wirklich nichts Ätzenderes, als wie wenn man einen Blueprint gesetzt hat und aus Versehen, manchmal snappen die ja dann auch noch so kurz bevor man klickt, nochmal in eine andere Richtung, weil sich auch das Jetpack vielleicht in dem Moment bewegt und so, dann schnappen die so weg, das kennt bestimmt jeder, hat jeder bestimmt schon mal gehabt. Und dann hast du den riesigen Blueprint, den du gemacht hast, der steht dann plötzlich einen Meter zu weit rechts. Und du denkst ja so, Mist, jetzt muss ich alles wieder löschen. Und das wird jetzt halt anders sein. Man kann jetzt den gesamten Blueprint entfernen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist alleine schon ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Das ist wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag zusammen. Zumindest was die Blueprints angeht. Deswegen Weihnachten, ja. Das fühlt sich an wie Weihnachten. Weil jetzt kann ich tatsächlich auch mal, jetzt ist es auch sinnvoll, Blueprints zu benutzen. Weil dann haben die ja tatsächlich auch die Funktion, die sie eigentlich haben. Nämlich, dass du zusammenhängende Objekte aus Einzelteilen baust. Die dann auch noch zusammenhängend sind, quasi. Aber auch irgendwie nicht, wenn ihr versteht. Genau, also man kann als Ganzes den Blueprint dann löschen. Das andere ist, man kann bei der Positionierung jetzt flexibler arbeiten. Momentan ist es ja so, dass man, wenn man jetzt einen Blueprint hat und ich will den setzen, also ich muss immer gucken, was der jeweilige Blueprint, wie der aufgebaut ist, und dann muss ich mir eine gute Position suchen, mit dem Schweber am besten, ja, und muss dann so gucken... Und mich so ausrichten, ich selber muss mich so ausrichten, dass ich den Blueprint dahin navigiere, wo ich ihn haben will. Und dann kann ich aber nicht safe sagen, okay, wenn ich jetzt die Perspektive habe und vielleicht kann ich auch keine andere Perspektive einnehmen, weil ich oben vielleicht eine Decke über mir habe und so. Ich kann mich einfach nicht mehr bewegen als jetzt. So, dann habe ich halt, da sehe ich halt nicht genau, ob mein Blueprint an der richtigen Stelle ist. Ich vermute es nur, weil ich... davon ausgehe, basierend auf dem Teil, den ich davon sehen kann, als Vorschau, dass ich glaube, dass er richtig ausgerichtet ist. Ich kann es aber nicht überprüfen. Ich muss es probieren, ich muss es setzen und dann sehe ich erst hinterher, wenn ich ihn gesetzt habe, habe ich ihn eigentlich richtig gesetzt oder nicht. Und das wird jetzt auch anders sein. Man kann den Blueprint in dieser Form, in dieser Vorschau, entsprechend einfrieren. Also man kann ihn an der Position festkleben sozusagen, aber ohne, dass man ihn baut. Also er ist quasi als Vorschau an der Stelle eingefroren. Ich kann dann um den Blueprint herumfliegen und gucken, ist der denn gerade richtig positioniert oder ist der nicht richtig positioniert, und muss ich ihn eventuell noch ein bisschen verschieben. Und genau das geht nämlich jetzt auch. Man kann, wenn man in dieser Situation ist, dass man den Blueprint als Vorschau platziert hat, kann man ihn entsprechend nachträglich noch um, ich glaube, standardmäßig 8 Meter nach links, rechts und nach vorne, nach hinten verschieben. Wie gesagt, es geht nur um 8 Meter, aber wenn man jetzt zum Beispiel ein sehr großes Gebäude hat, die kann man nämlich auch jetzt auf diese Art und Weise vorplatzieren und auch verschieben. Also es ist nicht nur bei Blueprints so, sondern das ist tatsächlich jetzt auch bei Gebäuden möglich, bei, ja, beim Hub, beim Blueprint Maker selber halt auch, beim Weltraumlift natürlich auch. Also wenn ich, vor allem wenn ich ein sehr großes Objekt habe, ist das halt wichtig, weil da habe ich ja genau das gleiche Problem, wenn ich das platzieren will. Ich weiß oft nicht genau, habe ich es richtig ausgerichtet. Das passiert ja oft schon beim Manufaktor, passiert das ja auch oft schon. Ich will den platzieren, der hat ja seine 4 Eingänge und ich bin mir nicht sicher, stehen die Eingänge jetzt an der richtigen Stelle oder nicht, und ich kann es vielleicht im Zweifel von der Position, wo ich gerade bin, nicht beurteilen. Und dann kann ich halt das Ding nehmen und kann es halt als Vorschau setzen und kann halt gucken, ah, das ist richtig oder das ist nicht richtig. Und ich kann dann, wenn ich es platziert habe und sehe, okay, es ist nicht richtig, kann ich es nochmal verschieben auf der Stelle, wo es sich gerade befindet. Und dann kann ich es platzieren. Und das ist ziemlich geil. Das ist sehr wichtig,
Weil, ja, damit kann man noch präziser bauen und diese Situationen, und die kennt jeder in Saatis. Bin mir sicher, die kennt jeder. Selbst der krasseste Profi kennt das. Und wer das nicht kennt, der, ich glaube, der lügt einfach. Der erzählt einfach nicht die Wahrheit. Weil das hat jeder schon mal erlebt. Man will ein Gebäude bauen. Ja. Und man drückt auf Platzieren. Und in dem Moment, wo man drückt, habt ihr es gesehen? Verschiebt es sich nochmal in die andere Richtung. Und es steht dann den einen Meter zu weit links. Und man muss es wieder löschen. Bei einem Gebäude ist das natürlich kein Thema. Bei einem Blueprint ist es natürlich sehr ätzend. Aber ja, man kennt dieses Problem einfach. Das kennt jeder. Das ist so nervig. Und so kann man halt einfach das Ding erstmal vorplatzieren. Dann ist es erstmal an der Stelle. Man kann auch mal einen Kontrollblick machen. Steht es wirklich richtig? Und dann kann man es platzieren. Das ist gerade bei sehr aufwendigen Bauwerken, glaube ich, ist das schon auch ein Vorteil, das so zu machen. Genau. Das sind auf jeden Fall ganz wesentliche Änderungen, finde ich zumindest. Und ja, jetzt habe ich schon 11 Minuten geredet über Änderungen, die 9 Minuten gebraucht haben, dass JC vorstellt. Ich walze das Ganze natürlich auch ein bisschen aus, wie das halt ein guter YouTuber so macht, ja. Auf jeden Fall, ich will ja auch sagen, wie ich darauf reagiere. Ja? Ich will euch da sagen, wie ich dazu stehe. Und ich werde jetzt auf jeden Fall auch mehr Blueprints benutzen. Ich habe, kann man jetzt sagen, blöderweise ja auch schon angefangen, mehr Blueprints zu erstellen. Unter Undefined habe ich ein paar mehr erstellt. Seht ihr schon, Strommasten habe ich erstellt. Da komme ich auch noch separat nochmal zu, in einzelnen Videos auch, wo ich euch ein paar Sachen auch noch zeige, die ich gemacht habe. Railgun hier zum Beispiel habe ich auch ein Segment erstellt. Wahrscheinlich darf ich die alle dann nochmal erstellen, aber es sind jetzt auch keine komplexen Blueprints, die ich da erstellt habe. Und zur Not, wenn die halt mal falsch ausgerichtet sind, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Eine Sache, die ich jetzt noch fast vergessen hätte, ist, dass man jetzt auch auf das Schnellauswahlrad beim Bauen, ich nehme ja lieber immer die Pipette und nehme mir dann die Sachen einfach, wie ich sie habe. Auf jeden Fall kann man jetzt die Blueprints dann auch auf dieses Schnellauswahlrad packen. Ich glaube, einige nutzen dieses Auswahlrad häufiger, als ich das tue. Deswegen Grüße gehen raus an alle, die das häufiger benutzen als ich. Dann haben wir auf jeden Fall, was haben wir denn noch? Ja, eigentlich ist es das schon gewesen, wenn mich jetzt nicht alles... Ja, genau, die Gebäude, die großen, wenn man die verschiebt, wenn je größer das Gebäude ist, desto mehr Spielraum gibt es übrigens zum Verschieben. Also diese 8 Meter, von denen ich vorhin gesprochen habe, die gelten nicht für große Gebäude, die haben nämlich einen größeren Verschiebungsradius, weil die natürlich mehr Fläche einnehmen. Und dadurch möglicherweise auch mehr verschoben werden müssen. Sollte ich einen Fehler bei diesen ganzen Erklärungen gemacht haben, die ich gerade gebracht habe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, auch gerne in die Kommentare. Und ja, die Zukunftsmenschen, ich grüße euch an der Stelle. Ihr mit den geilen Features, die ihr jetzt schon spielen könnt, ist auf jeden Fall eine feine Sache, ne? Ich hatte keine Blueprint-Verschiebungsoptionen gehabt, als das reinkam. Ich bin ein bisschen neidisch, aber bald hole ich auf und dann gehöre ich auch zu den Zukunftsmenschen. Und dann ist auch Weihnachten und dann klappt das, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen, das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann, ciao, ciao.